Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahmesession von Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nöhr Gameplays als Hobby. Und wir spielen hier auf tödliche Obsession, falls ihr neu dazu hingekommen seid. Natürlich empfehle ich euch natürlich vom ersten Teil nochmal nachzugucken, aber wenn ihr von hier aus guckt, also wir spielen auf sehr schwer. Und wir sind eigentlich dabei stehen geblieben, dass wir hier die vier Sachen hier unten oder fünf Sachen noch einsammeln wollten, dann hier hocharbeiten. Vielleicht dann erstmal noch hier ins Grab gehen, bevor wir hier die Hauptmission machen. Genau, wir gehen jetzt erstmal hier zum Relikt. Huch, achso, doch, kann ich herstellen. Sehr schön. Dann gehen wir mal ab ins Wasser. Oh. Was haben wir denn hier? Ach stimmt, ich habe ja noch eine Nebenquest so gesehen. Bodenfresser. Wo geht's denn hier hin? Ach so, wieder zurück. Haben wir hier rechts auch was? An sich nichts, ist alles im Wasser. Soweit ich weiß, ist hier, glaube ich, ein Überlebensversteck. So eine kleine Anlegestelle ist nie ohne Grund in einem Spiel. Oh, guck mal an, da haben wir sogar eine Tasche. Neues Basislager? Wieso habe ich ein Basislager? Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Sehr schön, was haben wir denn da? Genau, hier haben wir ein Überlebensversteck. Sogar da drin im Haus? Sehr schön, aber auf dieser Seite hier haben wir nichts mehr Neues hinbekommen. Das heißt, da müssen wir nicht nochmal hin, da haben wir schon alles. Da ist doch schon einiges zu finden, auf jeden Fall. Aber wieso ist hier ein Lager? Komische Sache, hier ist doch gar nichts. Vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, was im Spieleverlauf später noch passiert, keine Ahnung. Meine Freundin hat das Spiel ja noch nicht durch. Stimmt, wir können Schnellreisen machen. Wollten wir damit nicht irgendetwas machen mit Schnellreisen? 96% abgeschlossen. Hier fehlt uns ja was. Ach so, ja, die Truhe, die können wir ja gar nicht einsammeln. Stimmt. Das hier haben wir dann mittlerweile. Da fehlt uns echt noch die zwei Sachen. Ja gut, nee, das können wir ja noch nicht. Gut, hier soll also irgendwo über den Versteck sein. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ja. Sehr schön. Und jetzt müssen wir tauchen und gucken. Hier haben wir einen Mülleimer. Einen antiken. Da haben wir noch ein bisschen was zum Pflücken. Da haben wir Bergungsgut. Wir müssen natürlich jetzt Acht geben, weil wir ja keinen Überlebensinstinkt haben für alle, die hier neu eingeschaltet haben. Wir haben auf der Schwierigkeitsstufe sehr schwer keinen Überlebensinstinkt und sehen also nichts. Außer mit eigenen Augen. So, hier ist nichts. Okay. Lange hält sie wohl nicht aus unter Wasser. Können wir hier raus? Lieber nicht. Wer weiß, ob ich dann wieder zurückkomme. Die wäre schon von, hätte sich schon von selbst durchgezwängt, wenn wir da lang gehen könnten. Da haben wir noch ein Pflänzchen. Hunderter Erfahrungspunkte. Oh, wir haben es geschafft. Oder? Genau, Herausforderung abgeschlossen, Bodenfresser. Irgendwo hinter uns müsste das Wandgemälde sein. Also hier ist so diese Richtung. Haben wir das voll übersehen? Hier war ich doch schon. Ah, da. Okay. Voll übersehen, ja.
Sehr schön. Quetschuh, ein Darsteller von Inti. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Oh. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Okay, interessant. Inti. Ich kenne an sich natürlich keinen einzigen Gott von den Inka oder dem Maya. Darüber habe ich mich noch nie informiert. Und da die das Spiel natürlich auch mit... ja, Forschern oder wie auch immer hergestellt haben oder programmiert haben, wie auch immer, dürften diese Informationen zumindest stimmen, denke ich mal an. Kegelform, eine Gussform aus Eisen. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Okay. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Oh, da waren sie aber schlau. Interessant, okay. So, haben wir denn sonst noch etwas? Da haben wir noch eine Kiste, hier haben wir Überlebensversteck. Müssen wir natürlich... oh, hier haben wir noch Bergungsgut. Ich muss jetzt leider immer wieder mal ab und zu mal hier auf die Karte gucken, weil um zu sehen, genau, dass ich auch richtig bin. Oh, da haben wir noch einen Mülleimer. So, wir holen erstmal Luft, bevor wir da unter das Haus schwimmen. So, wunderbar. Geht's denn hier hin? Gibt's hier noch irgendetwas zu finden? Scheinbar nicht. Okay, sehr schön. Da haben wir doch so langsam alles Mögliche gefunden. Da unten gibt es auf jeden Fall Gold. Und Bergungsgut. So, wo haben wir die Goldader? Sind wir denn schon richtig? Eigentlich schon. Oh, man sieht echt nichts. Oh, das kenne ich noch nicht. Ich dachte, das Gold hätte meine Freundin schon gefunden, aber das hier ist mir neu. Holen wir erstmal Luft. Wo geht's denn hier hin? Ah, hier ist diese Truhe, aber die kriege ich ja auch noch nicht auf. Ich brauche endlich diesen blöden Dietrich. Wo kriege ich denn nur diesen doofen Dietrich her? Und wo ist das Gold? Da. Genau, das war das Gold. Die Truhe haben wir gefunden. Sie fängt an zu blinken, aber mit der können wir noch nichts anfangen. Und rechts neben uns ist ein Monolith. Auf Sammelkurs. Das beschreibt etwas in der Nähe. Mhm. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Okay. Unter der Nase eines anderen. Ja gut, da müssen wir jetzt sowieso lang. Da haben wir ja noch ein paar Sachen zu finden.
Was ist hier? Okay. Wie gesagt, diese kleinen Ecken, wo man raus kann, aber an sich nichts zu sehen ist, die sind nie ohne Grund da. Das hatte ich, glaube ich, gar nicht angezeigt bekommen gehabt, oder? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Pflänzchen. Brauchen wir eigentlich nicht. Da geht's rein. Hier ist das Wasser so rot gewesen gerade. Ah, da ist die Nase. Ja, cool, das hat meine Freundin nämlich auch nicht gefunden gehabt. Einmal buddeln, hab dich. Oh, Glitzergold oder sowas. So, was haben wir denn hier alles? Da war... Was ist das? Eine Krypta sogar. Ein Überlebensversteck. Ein Mülleimer. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist die Schrotflinte erforderlich. Schrotflinte? Für eine Metallbarriere? Da wäre eher was Explosives doch eher besser, oder? Damals Überlebensversteck. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Hubala. Hier haben wir noch ein Wandgemälde. Gemälde. Hier haben wir auch noch was. So, da gehen wir noch nicht hin. Wir suchen erstmal das Wandgemälde. Da haben wir es schon. Was haben wir denn hier? Ein Darstellung von Urkuchilai. Das hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine drei Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Okay. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Hm. Die hätten echt für alles einen Gott. So. Das heißt, hier sind wir jetzt auch fertig. Und ich sehe hier aber gerade etwas, wo ich von weiß, dass es eine Aufgabe ist. Spritzöl, Ölfässer sprengen, 5 Stück. Alter, was ein Sound. Guckt ihr auch auf Kopfhörer? Also das kann ich nur empfehlen. Waren hier hinten noch Ölfässer? Nee, ne? Nee, aber da war noch was, wo wir mit einem Seilpfeil was machen konnten. Ja. Hopp, hopp. Ah, Gold. Her damit. Oh, hier war der Sound irgendwie ein bisschen abgeflacht. Hui. Gehen wir hier lang oder gehen wir links rum? Ich weiß es noch nicht. Wie schauen wir hier nach? Hier geht es direkt weiter, so gesehen.
Was haben wir da? Achso, das sind die Ölfässer gewesen. Genau, 2 von 5. Rechts von mir ist ein Relikt. Wahrscheinlich da. Hui. Stoff. Hm? Federn. Juhu. Da haben wir's. Modell eines Ölbohrturms. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Ach, da. Okay. Es war wohl die Ölfirma, die hier... Reichtum und Ruhm, Story abgeschlossen. Es war wohl die Ölfirma, die hier irgendwie... Dings da das Dorf hier aufgekauft hatte. Um das Öl abzubauen und hat den Leuten Arbeit beschert, so gesehen, aber nur für den Anfang. Gut, da unten haben wir noch so ein Ölfass. Und da hängt auch wieder was sehr Verdächtiges. Ist auf jeden Fall rot. Dschungeltotems, 5 Stück. Boah, die Pistole ist echt laut. Da geht's noch nach rechts, oder? Ein kleines Eck zumindest, aber ich sehe nicht, dass da was ist. Ein Fähigkeitspunkt. So, damit man wahrscheinlich wieder hier hochkommt. Hui. Ist da eine Höhle? Nee, ne? Okay, man kann oben und unten herumlaufen. Bleiben wir mal hier oben. Was ist das denn? Nichts. So, ich muss ja nach diesen Totems Ausschau halten. Die sieht man ja so schwierig. Da ist noch eins. Namdeus. Oder Namdeus. Ja, mein Herausforderungsgrab. Achso, das ist, glaube ich, das, was ich gesehen hatte. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Genau, das ist das, ja. Oh, wir haben hinter uns irgendwo ein Überlebensversteck vergessen. Na gut, da müssen wir sowieso dann wieder hin. Dann gehen wir doch mal hier wieder rein. Wildsäue. Eine Wildsau haben wir erwischt. Gibt natürlich dann, glaube ich, schon längst wieder ein anderes Leder, als ich bei der anderen Team bekomme. Nee, normales Leder. Normale Haut. So, 4 von 5. Herausforderungsgrab gefunden. War ja auch nicht so schwer, oder? Ging alles nur geradeaus. Mülleimer. Die Vögel klingen so cool. Fühlt man sich wirklich wie im Dschungel.
So, ein Herausforderungsgrab. Dann gehen wir doch mal hier rein. So, aber wie es hier drin abläuft, das erfahrt ihr erst im nächsten Teil. Der Teil ist vorbei, wir sind bei 20 Minuten, wir haben einiges gefunden, wir haben Herausforderungen beendet, beziehungsweise neu angefangen, sehr schön. Wir haben wieder eine blöde Truhe gefunden, wo wir mit Dietrich brauchen, die wir dann lange nicht haben. Nehme ich mal an, lange, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wann wir den bekommen. Und naja, mal schauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, wobei jetzt nicht keine Gegner da waren, also von daher ist der Schwierigkeitsgrad Unsinn jetzt gerade. Aber später, dann denke ich mal, wird es auf jeden Fall heftig. Irgendwann mal im Spiel. Und ja, ich bin von der Gameplays als Hobby und hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo, falls ihr mich noch nicht gekannt hattet. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Teil oder vielleicht auch bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall viel Spaß noch auf YouTube und bei mir auf dem Kanal und auf... Bis dann. Tschüss.